Ein bisschen hin und her, aber sonst alles gut. Das sehen wir. Das hat er übrigens angeteased in Shadowbringers. Dass du noch am Leben bist, ist zwar bedauerlich, doch heute geht endlich mein Herzenswunsch in Erfüllung. Meine Kräfte schwinden und mein Blut erkaltet. Wie schon so oft zuvor. Ich habe 1000 Leben gelebt und bin 1000 Tode gestorben. Warum sollte es mich kümmern? Ich schließe die Augen und sinke in tiefen Schlaf. So vertraut ist das Gefühl. Ich kann kaum glauben, dass es diesmal kein Erwachen gibt. Meine Reise hat ein Ende. Ich bin frei von Reue. Die Hölle, die nun auf diese wertlosen Kreaturen wartet, haben sie verdient. Wenn der Mann, der ich einst war, mich jetzt sehe, würde er eine Träne ab meiner Grausamkeit weinen? Ich tat, was ich tun musste. Ich fand keinen Wert in den Leben, die nach uns auf diesem Planeten hausten. Würde er mir die gleiche Frage stellen, die er schon vor 10.000 Jahren an mich richtete? Meine Antwort wäre dieselbe. Diese Apokalypse soll die letzte Chance für dich und deine Kinder sein. Gelingt es dir, das Gegenteil zu beweisen, Heidelin,
Kaiser Xande. Alles kehrt nun ins Nichts zurück, wie ihr es euch erhofftet. Ich, der Planet und alles Leben darauf werden bei euch sein in der Leere. Nein, noch nicht. Neue Bestien dringen in dein Revier. Doch ihre Augen suchen weder meine Fährte, noch lecken ihre Zungen nach meinem Blut. Kämpfe gegen sie. Besiege sie. Ich suche derweil eine Macht, die deiner würdig ist. Stärker als Shinryu es war. Stärker, als du es dir je vorstellen kannst. Der alte Gott war eine Enttäuschung. Es braucht mehr. Totale Hoffnungslosigkeit vielleicht. So, ich bin bei der Auswahl. Das Zweite. Ich kämpfe nicht zu deinem Vergnügen. Ach ja, wir werden sehen. Thank you.
der Cutscenes, aber... So viele Fragen, die daraus kommen, ne? So wenig Antworten und so viele Fragen, die entstehen. Genau das wolltest du doch sagen, oder? Oder? Fragezeichen? Nein, ich wollte eigentlich nur sagen, dass es sehr viele Cutscenes gerade tatsächlich gibt. Ja. Ich spüre den jungen Mann nicht mehr. Er hat den Mond verlassen. Falls du ihn doch verfolgen willst, dann höre erst, was ich zu sagen habe. Es geht um Zodiac, die letzten Tage. Ich werde dir alles sagen, was ich weiß. Ich tue es für die Zukunft des blauen Planeten. Vara, das Planet. Damit haben wir den zweiten Teil abgeschlossen. Hast du Fragen? Also, ja, wir lassen Xenos zum Beispiel einfach ziehen, weil wir es können. Ja, wie immer. Also, das war jetzt nicht überraschend. Ich denke mir auch so, wo will der hin? Aber ich kann dir eine kleine Antwort geben. Wir werden ihn lange Zeit nicht mehr sehen. Unser Hauptantagonist ist jetzt weg. Wir haben keinen mehr. Ja, Heideling, oder? Warum? Warum sollte weil die Balance... Weil Heideling und Zodiac sich ja immer ausbalanciert haben. Und wir wissen ja, was passiert, wenn es so viel Licht gibt. Ja. Kann man ja schon sehen. Genau, so schlecht wie zu wenig, zu viel Dunkelheit. Ja. Chaos, wie immer. Und ich denke mal, die Vision, die wir gesehen haben, ist, wenn nur noch Heideling da ist. Also wir müssen jetzt gerade weg, würde ich sagen. War das denn die Stimme von Heideling gerade eben? Na. Ja, fand ich nämlich auch nicht. Aber das werden wir jetzt sehen. Weil sonst würde der Mondwächter uns ja angreifen, vielleicht. Weil er ist ja ein Geschöpf Heidelins. Du wirst auf jeden Fall, ja, viel sehen. Es war einmal ein blauer Planet. Lass uns über die letzten Tage sprechen, aber nicht hier. Tatsächlich habe ich deine Ankunft auf dem Mond gespürt. Und wenn mich meine Sinne nicht täuschen, bist du nicht alleine hierher gekommen. Aufgrund der besorgniserregenden Situation fällt es mir zunehmend schwerer, mit Heideling in Kontakt zu treten. Aber sie gab mir zu bedeuten, dass es sich um deine Kameraden handelte. Sie sollten inzwischen in meinem Refugium angelangt sein. Komm, lass uns zu ihnen stoßen. Dort können wir ungestört reden. Also wir kriegen quasi jetzt das, die letzten Tage, das zu spielen, was die Asians damals gespielt haben. Und damals war ja auch Heideling noch nicht da, bevor die letzten Tage kommen. Aber du hast es schon mal erfragt, sagen wir es mal so. Und dann konnte ich dir darauf keine Antwort geben. Was? Oder ich frag mal so, hast du eine Antwort auf die Frage, was die letzten Tage sind? Wir haben sie ja schon gesehen nach Amaru, in Amaru. Und wie sind sie passiert? In einer bestimmten Reihenfolge? Ja. Aber kennen wir den Ursprung? Wir haben zwar einen Schrei gehört, aber den Ursprung kennen wir noch nicht. Und Heideling war ja nur da, weil Zodiac da war. Natürlich, Zodiac ist jetzt weg. Aber, ja, die Macht von Zodiac war ja auch nur versiegelt. Wenn natürlich Kräfte die Gleichgewichte oder das Gleichgewicht auseinandergerät, dann ist das klar. Dass dann zu viel Licht zum Beispiel da ist. Aber das ist vielleicht... Vielleicht ist es der Ursprung. Aber vielleicht ist es auch nicht der Ursprung der Apokalypse. Das müssen wir herausfinden. Gehe ich mal von aus, ja. Bevor wir gegen die Apokalypse antreten können. Wärme aber schon nicht.
Sole, ist gut, dich zu sehen. Wir waren ziemlich in Sorge. Eigentlich wollten wir dir so schnell wie möglich folgen, aber wir mussten zunächst gemeinsam mit dem Ezabakor die Besessenen unter Kontrolle kriegen. Leider konnten wir nicht alle retten. Einige von ihnen haben Sprengladungen gezündet, bevor wir sie entwaffnen konnten. Für sie und viele andere kam unsere Hilfe zu spät. Das Korps kümmert sich nun um die Verwundeten und hilft dabei, die Besessenen zu heilen. Krile wurde derweil in die Obhut der Heiler gegeben. Ihr Austausch mit Heidelin hat sie augenscheinlich stärker erschöpft, als sie zugegeben bereit war. Sie sollte aber mit etwas Ruhe schnell wieder genesen. Die anderen sind ebenfalls verblieben, um das Isabakor bei der Versorgung der Verwundeten und der Heilung der Besessenen zu unterstützen. Aber viel wichtiger ist, was hat sich hier ereignet? Unser Gastgeber hier sieht aus wie eins der Phantome aus Amaro, wenn ich mich nicht täusche. Der Eindruck trügt nicht, junge Dame. Ich bin der Mondwächter und wurde gemeinsam mit diesem Ort hier von Heidelin erschaffen. Wie mein Name bereits andeutet, ist es, oder besser gesagt, war es meine Aufgabe, über den Mond und die Siegel, die Zodiac fesselten, zu wachen. Ich habe gerade was ganz anderes lesen wollen, okay. Ach, wir sind mit der guten alten Bund der Morgenröte-Truppe zusammen. Nur die sind hier, die guten alten. Altgesessene, 1.0er. Wie bitte? Zodiac ist besiegt? Was? Aber das... Diese Heldin hier besiegte das Ende der dunklen Gottheit. Allerdings hat dies bedauernswerte Folgen. Die Ätherströme, die den Mond und den Planeten in einer delikaten Balance hielten, beginnen nun sich aufzulösen. Die letzten Tage werden erneut ihren Lauf nehmen, der Untergang des gesamten Planeten. Um dieses finstere Schicksal abzuwenden, werdet ihr mal... Was ist? Alles in Ordnung? Verzeiht, um Zodiacs Entkommen zu verhindern, habe ich versucht, die Siegelmagie aufrechtzuerhalten. Die Anstrengung fordert nun wohl ihren Tribut. Bitte gestattet mir einen Moment der Ruhe, dann werde ich all eure Fragen beantworten. Aber natürlich, sagt Bescheid, wenn ihr euch erholt habt. Diese Kristalle hier beinhalten Aufzeichnungen eurer Zeit hier auf dem Mond, habe ich recht? Würde es euch etwas ausmachen, wenn wir sie betrachten, während ihr euch ausruht? Aber natürlich, wenn ihr sie in chronologischer Reihenfolge betrachten möchtet, empfehle ich, im obersten Stockwerk zu beginnen. Dann wollen wir uns doch mal etwas umschauen, solange unser Gastgeber sich erholt. Willst du dich oben umsehen, Solis? So, glimmernder Archivkristall.
du öffnest den Kristall, dein Geist und vor dein... dem Kristall deinen Geist und vor deinem inneren Auge erscheinen uralte Aufzeichnungen über Zodiac. Heute keine Auffälligkeiten, alle Siege intakt. Heute keine Auffälligkeiten, alle Siege intakt. Heute keine Auffälligkeiten, alle Siege intakt. Diese Aufzeichnungen schienen bis zur Zersplitterung des Planeten zurückzureichen und sind Zeuge einer langen, langen Wacht. Du öffnest den Kristall, deinen Geist, und vor deinem inneren Auge erscheinen Erinnerungen an eine große Katastrophe. Mit einer jeden Verschmelzung eines Splitters mit dem Ursprung wächst Zodiacs Drang nach Freiheit. Die Siege sind aufs Äußerste strapaziert. Wie lange wird Heidelins Wille noch dem des dunklen Gottes standhalten? In den Aufzeichnungen schwingt ein Gefühl von Erschöpfung und Sorge mit. Die Aufrechterhaltung der Siege scheint stark an Heidelins Kräften zu zehren. Du öffnest den Kristall deinem Geist und vor deinem inneren Auge erscheinen weitere Aufzeichnungen einer Verschmelzung mit dem Ursprung. Der Mondwächter befürchtet, dass Heidelins Kräfte bald schwinden und die Siege gebrochen werden könnten. Er erwägt, es offenbar Vorbereitungen zu treffen. Die Aufzeichnungen enthalten Berichte über regelmäßige Wartungsintervalle, die gemeinsam mit gewissen Loporit durchgeführt werden. Es ist allerdings unklar, wer oder was diese Loporit sind. Im Japanischen wird Loporit übrigens Leporit ausgesprochen. Du öffnest den Kristall deinen Geist und vor deinem inneren Auge erscheinen Erinnerungen an einen unerwarteten Besucher. Der Eintrag berichtet davon, dass Elidibus auf dem Mond erschienen sei, um dem dunklen Gott nahe zu sein, mit dem er auf so besondere Weise verbunden war. Die Fraktion um Elidibus strebt danach, Zodiac aus seinem Gefängnis zu befreien, doch ihnen ist offenbar klar geworden, dass sie selbst niemals dazu in der Lage sein werden. Und so bleibt ihnen nichts anderes übrig, als auf den Tag zu warten, an dem alle Splitter wieder mit dem Ursprung vereint sind. Bis dahin wird der Mond sowohl als Zelle als auch als Zuflucht des dunklen Gottes dienen. Denn sie wissen, dass wir es niemals wagen würden, Zodiac zu vernichten, solange er eingesperrt bleibt. Konntest du aus den Kristallen etwas Nützliches erfahren? Nochmal ein Recap. Also hat Heidelin tatsächlich ihre gesamten Kräfte in die Aufrechterhaltung der Siege fließen lassen. Das erklärt, warum sie seit der siebten Katastrophe immer schwieriger geworden ist, mit ihr in Kontakt zu treten. Ich habe hier im unteren Stock ebenfalls eine sehr interessante Entdeckung gemacht. Dieser Mond hier, auf dem wir stehen, der ganze Himmelskörper, wurde von Heidelin selbst erschaffen. Als der Mondwächter sagte, er sei gemeinsam mit diesem Ort erschaffen worden, dachte ich, er meint diesen Palast. Trotz der Zersplitterung muss Heidelins Macht unglaublich gewesen sein, wenn sie etwas Gewaltiges wie einen Mond aus dem Nichts erschaffen konnte. Danke, dass... Okay, ist wahrscheinlich voll vertont. Schön, dass es euch schon wieder besser geht. Ihr habt offensichtlich einen wahren Schatz an Wissen in eurem Domizil angesammelt. Sehr interessant. Wir haben bereits viel über Zodiac und sein Gefängnis erfahren. Aber was könnt ihr uns über die letzten Tage erzählen, die uns nun erneut bevorstehen? Was hat sich damals wirklich zugetragen? Teres.
Könnte die Ursache dieser Katastrophe je ergründet werden? Davon höre ich zum ersten Mal. Deshalb wurde Zodiac beschworen. Man wollte sich seiner immensen Kraft bedienen, der Kraft der Dunkelheit. Der Plan war vermutlich, die Ätherströme des gesamten Planeten zu stärken und letzten Endes zu kontrollieren. Ein waghalsiges Projekt, das wahrlich göttlicher Kräfte bedarf. Doch Zodiacs Fortbestehen war umstritten und Heiderlin wurde erschaffen, um ihn aufzuhalten. Das behauptet jedenfalls Emmet Sech. Stimmt das? Also, was willst du nehmen? Das Zweite. Das Zweite? Das klingt, als habe sie mich damals im Sternengrund belogen. Ich
Ohne ihr Wirken wäre es den Ashians vielleicht gelungen, weitere Splitter mit dem Ursprung zu vereinen. Wer weiß, wie viele Existenzen noch ausgelöscht worden wären. Alles Leben, das heute auf dem Gestirn erblüht, wäre der Wiederauferstehung der Vergangenheit zum Opfer gefallen. Also gut, dann will ich deiner Geschichte mal glauben. Vielleicht ist Heidelin keine perfekte Gottheit, aber Minfilia hat dir vertraut. Das ist gut genug für mich. Das bringt mich allerdings zu einem anderen Punkt. Wenn jetzt wirklich die Apokalypse wieder einsetzt und wir nicht verhindern können, dass der Ursprung vor die Hunde geht, was passiert dann mit den verbliebenen Splitterwelten? Oh, er hat Angst um sein Töchterchen. Was ist das? So, viel Input. Finden wir jetzt Bunnies? Weiß ich nicht. Wächter, das ist auf jeden Fall Wächter Heidelins. Und ich würde mal so dann zu 95% sagen, dass du sagst, bei den Wächtern kann Heidelin nicht böse sein. Dann sehen wir jetzt Bunnies. Okay. Vielleicht auch der Hund. Hast du mit den anderen schon gesprochen, mit den anderen drei? Ja. Also gut, dann möchte ich euch nun den Weg zu dem Gebäude auf der anderen Seite des Kraters weisen. Im Zentrum vom Mare Lamentorum, wie wir diesen Ort nennen, befindet sich ein Schlund, der zum Kern des Mondes führt. Das eigentliche Gefängnis Zodiacs. Der Krater lässt sich jedoch nicht ohne weiteres überqueren. Zu viele Klippen säumen ihn. Um an unser Ziel zu gelangen, sollten wir das Familiar nutzen, das du bereits getroffen hast. Wenn ich der Wächter des Mondes bin, so ist er sein Wachhund. Genau wie ich wurde er von Heidelins Hand erschaffen. Er trägt den Namen Argos.
Allerdings verwundert es mich, dass er noch nicht erschienen ist. Möglicherweise hat der Aufruhr im Äther seine Manifestation beeinflusst. Dürfte ich euch bitten, mich in der Nähe des Schwertes der Erde zu treffen? Ich denke, ich sollte ihn dort rufen können. Das Gelände ist zerklüftet und tiefe Schluchten durchziehen den gesamten Mond. Folgt dem Pfad, den Argos euch bereits gezeigt hat, und ihr solltet euch nicht verlaufen. Also, wenn das alles wirklich Teil von Heidelins Plan sein sollte, sehe ich keinen Grund, ihm zu misstrauen. Begeben wir uns zu diesem Schwert der Erde. Jetzt weißt du, wie der Hund heißt. Der Name ist viel zu unaufregend. Bin gar nicht zufrieden. Tja. Und du weißt jetzt auch, wie der Planet eigentlich heißt. Er heißt nämlich nicht Heidelin, was natürlich auch klar ist, ne, wenn man weiß, okay, Zodiac war vorher da. Sondern der Planet heißt Aetheris. Was ich vorhin gesagt habe zu Van Daniel, dass er angeteased hat, dass er zu Zodiac wird und mit ihm sterben will. Das hat er in Shadowbringers gesagt, als er mit Xenos gesprochen hat. Hat er gesagt, der Plan klingt auch gut, halt zusammen mit seinem Feind zu sterben. Also sein Ziel und seinem Feind zu sterben. Und das war quasi der Tease davon, dass er sich mit Zodiac verschmilzt, um zusammen mit ihm zu sterben. Okay. Das hatte er also in Shadowbringers angeteased. Nein, leider nicht. Glaubst du, wenn ich da lang genug stehe, dann tut sich was? Kannst ja mal Yoshi-P anschreiben. Ob der dich eben mal eben so hochswappt. Das wäre funny, wenn der antworten würde. Vielleicht ist er ja gerade online. Nein, wir kommen nicht über Kim. Müssen wir nur auf seinen Server eben gehen. Oder auf sein Datencenter auch. Ach, da kommst du aber schon drüber. Meine Güte, soll uns zu Hause. Ja, die wollen halt nicht, dass die Spieler sich irgendwie rumbuggen. Auch wenn es trotzdem funktioniert, rumzubuggen. Ja, warum? Was? Ich bin so weit an denen vorbeigefahren. Oh, mich doch verarschen. Ja, genau. So. Ich denke mal, ich kann schon mit ihm reden. Danke euch, dass ihr gekommen seid. Unser Ziel ist die Höhle hinter mir, die als Glorophos-Grotte bezeichnet wird. Wie ihr euch sicherlich denken könnt, ist Argos ein magisches Wesen, das von Heidelin erschaffen wurde. Aufgrund der besonderen Beschaffenheit des Mondes kann er sich jedoch nur dort manifestieren, wo der Äther dicht genug ist. Und die Glorophos-Grotte ist der Ort mit der höchsten Ätherkonzentration in der ganzen Umgebung. Dort sollte es uns möglich sein, Argos zu rufen. Bitte folgt mir. Komm hier hin, Infidia. Komm. Und jetzt weißt du auch, warum viele sagen, okay, der sieht auch noch Infidia ähnlich. Also nicht nur das Gesicht so an solches, sondern weil Infidia die Auserwählte von Heidelin war und Argos quasi der Hund. Mhm. Dann gibt's das Meme halt, wo Heidelin dann so spricht, sie hatte halt einen Grund, Infidia auszuwählen. Und dann siehst du das Bild von dem Hund. Diese Stelle scheint mir für unseren Versuch geeignet. Die Schwammpilze hier ziehen Äther aus der Mondoberfläche und geben ihn an die Umgebung ab.
Aber noch reicht die Ätherdichte wahrscheinlich nicht aus, um Argos zu manifestieren. Würdest du den Fungi ein wenig von deinem rechten Äther spendieren, um die Ätherdichte hier zu erhöhen? Die machen das schon. Tankrit kann es nicht machen, weil er kein Äther mehr hat. Argos nähert sich dir und beginnt, an dir zu schnüffeln. Er scheint dich zu mögen. Argos ist eine ganz besondere Schöpfung Heidelins. Er kann nach Belieben Kopien von sich selbst erschaffen. Aber ich bin mir sicher, dass der Argos, der dich bei deiner Ankunft begrüßt hat, keine Kopie war. Du hast offensichtlich einen neuen Freund gewonnen. Das Familiar ist von Natur aus sehr scheu und zeigt sonst wenig Interesse für andere. Ich hatte daher eigentlich erwartet, dass er sich von dir und deinen Gefährten fernhalten würde. Argos muss erkannt haben, dass du ebenfalls eine Dienerin Heidelins bist und möchte dir nun möglicherweise nach der Auslöschung Zodiacs beistehen. Spoiler, es gibt einen anderen Grund. Aber wir benötigen auch eine Reisemöglichkeit für deine Gefährten. Guck mal, es gibt 4 davon. Oh, wie praktisch. Ich glaube, damit wären wir bereit. Gut, begeben wir uns nach draußen. Der Überquerung des Abgrundes steht nun nichts mehr im Wege. Schluchzer. Ja, der heißt echt Schluchzer, das Monster. Schluchzer? Ja. Also wie... Schluchzer. Das Geräusch. Genau. Wenn man bitterlich weint. Genau. Schluchzen nennt man das, oder nicht? Schluchzen. 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 Schluchzen, Schluchzen, Schluchzen. Schluchzen, ich sag nur Schluchzen. Schlurz. Schlurz. Ich kann halt das rollende R nicht. Ich finde den Mond schon schön. Wenn du jetzt hier so geradeaus guckst, gibt's so da, wo die Gottesanbeterin steht. Der Stein davor und die großen Steine links und rechts. Da habe ich sehr viel gesammelt. Sehr viel gesammelt. Da gibt es nämlich zu gewissen Uhrzeiten immer gewisse Spots, die man abfarmen kann und bringt Geld, bringt Pots. Und Pots sind wichtig fürs Raiden. Ja. Und deswegen bin ich da viel abgefarmt. Aber es ist schön entspannt hier auf dem Mond, deswegen ist es auch kein Problem. Ich war gerne hier. Euer Ziel befindet sich unterhalb des großen Gebäudes, das ihr dort auf der anderen Seite des Kraters seht. Alles, was ihr tun müsst, ist auf Argos Rücken steigen und er wird euch an euer Ziel bringen. Wenn ihr eintrefft, solltet ihr recht bald auf die Besatzung des Mondes treffen. Es kann sein, dass sie noch schlafen, aber der Untergang Zodiacs sollte sie automatisch wecken. Es wäre weise, sich an ihren Rat zu halten, denn gemeinsam mit euch könnten sie über das Schicksal des Gestirns entscheiden. Die Zeit ist nun gekommen, mich zu verabschieden, aber seid euch gewiss, dass euch euer Tun verfolgen werde und für euren Erfolg bete. Kannst nochmal mit ihm sprechen. Ein letztes Mal. Für den Fall, dass die Dinge eine unerwartete Wendung nehmen, schlage ich vor, dass wir nicht alle gemeinsam den Abgrund überqueren. Orianje und Tankrit sollten hier warten, bis Solis und ich sicher auf der anderen Seite eingetroffen sind. Einverstanden? Vargas aufsitzen, ja. Auf geht's.
Spürst du diesen grässlichen Äther, der aus den Tiefen des Kraters aufsteigt? Wahrscheinlich eine Überbleibsel der dunklen Gottheit. Und wie Castlevania Zodiac Xenos einfach da rausgesprungen ist, ja. Noch ein kleines Stück. Ja, ich glaube auch. Wir gehen aber nicht direkt rein. Kann ich ja schon sagen. Das wäre jetzt zu einfach. Ja. Wir müssen nochmal einen kleinen Umweg machen. Gerne nehme ich dich auch mit. Sei denn, wir gelangen jetzt nach unten mit der Cutscene. Erstaunlich, dieses Portal ist gigantisch, selbst wenn man die Größe des Urvolks bedenkt. Ich frage mich, was für Riesen auf der anderen Seite hausen. Vielleicht weiß er jetzt, was die Wächter sind. Da wären wir, heil und unbeschadet. Dann schauen wir doch mal, was uns im Inneren erwartet. Keine Rückreise für die, die müssen jetzt hier bleiben. eine Art Mechanismus zur Konservierung ätherischer Kräfte, nachdem die Aufgabe verrichtet wurde. Immerhin ist er nicht ganz verschwunden. Er scheint ein äußerst praktischer Geselle zu sein. Bleib brav hier, Hundchen. Ich glaube, sowas würdest du sagen. Nein, wir nehmen das Erste. Nimm das Erste, okay. Aber wenn so ein Hund, glaube ich, vor dir steht, würdest du wahrscheinlich das Zweite sagen. Hi, Dragoon. Na, alles gut? Okay, wir nehmen das Erste. Danke für deine Hilfe, Argos. Also gut, wenn Argos schon auf uns wartet, sollten wir keine weitere Zeit verlieren. Schauen wir uns um. Nein, schau dich nicht um. Stehen. Sehr gut. Bleiben stehen. So. Dann komm mal hopp. Bis auf zu wenig Schlaf, schon. Und bei euch? Ja, alles gut, bei uns alles gut. Ich hatte auch ein bisschen wenig Schlaf, ich bin heute ein bisschen früher aufgestanden. Same. Was ist? Same? Same. Du bist auch so, warum bist du so früh aufgestanden? Nein, ich bin jetzt spät schlafen gegangen, weil ich gelesen habe und es war traurig und ich habe geweint und dann habe ich aufhören können zu lesen und dann, ja. Und war plötzlich vier oder so. Und dann zähle ich dich hier mit, wo du auch wieder weinen musstest. Na, nachher will ich nicht weinen müssen. Nee, nicht bei den Zwergen. Nein. No. Aber warst kurz davor, oder? Nein. Jetzt lügt sie. Nein, das war mir alles so zu kryptisch und alles. Zu kryptisch. Auch nicht, wo es so rührend war mit Julius. Na? Wo er angefangen hat zu weinen. Nein. Sie lügt. Aber ein Kloß im Hals. Ja, ich fand's süß. Und das mit Quintus? Okay, da muss man jetzt nicht unbedingt weinen, aber so ein bisschen stockend vielleicht. Es war schön erzählt, aber er hat sich halt umgebracht. Und das mit Alfino und Alize? Es war süß, das aber war nicht süß. Zu weinen. Nee. Ah, Freudentränen. Meine Kieze. Nee, hat sie nicht, okay. Sie empfindet keine Freude. Freude. Freude, was ist das? Bah. Wenn keine Freuden drinnen da sind, dann fehlt dir keine Freude. Oder? Das ist so. Extremer Standpunkt.
Der einzig Richtige. Nein, alles gut. Bin ich jetzt richtig geflogen? Nein. Du musst doch hier irgendwo runtergehen. Warte mal. Ich sagte, warten. Müssen wir denn? Ach, da lang, oben lang. Lol. Hier können wir noch lang. Ist doch richtig, oder? Ja. Gut. Das ist auch witzig, hier diese Daphnia. Wenn die zu nah an so einem Küsser kommt, dann frisst sie die auf. Ist auch witzig. Warum? Keine Ahnung, frag mich nicht. Einfach so deren Lebenswillen. Okay, ist auch witzig, ja. Siehst du, wie die klein das ist? Und wenn es jetzt den Küsser aufnimmt. Ja, jetzt frisst die das. Und jetzt wird's größer. Ah, okay. Total interessant. Ich hatte das halt vorher noch nie gesehen. Aber dass es diese Interaktion gibt, ist sehr cool. Mag ich. Sollen die mehr einführen? Mehr Interaktion zwischen Monstern. Sei es gut oder böse. Muss jetzt nicht immer gefressen werden, aber es kann ja auch mal sein, dass die sich auch mögen. Oder wenn Schweine und Wölfe zum Beispiel zusammenkommen, dass die Schweine weglaufen oder sowas. Weil die Wölfe die jagen. Sowas ähnliches. Auch wenn ich kaum glaube, dass wir auf Level 90 noch irgendwann mal gegen Schweine und Wölfe kämpfen. Also. Ja, wer weiß, was die sich noch einfallen lassen. Ja. Vielleicht sind es Wolfschweine. Wolfschweine, genau. Dann jagen die sich selbst. Weil die Hunger haben. Und laufen vor sich selbst weg. Genau. Kann man sagen, die einen haben mehr Schwein in sich, die anderen haben mehr Wolf in sich. Und dann ist es Kannibalismus. Ja, das ist nicht selten unter Tieren. Das stimmt. Wenn du mal rechts guckst, dann weißt du, was das, oder so eine Ahnung, wie das aussieht. Nach was? Nach allergischen Sachen. Ich hab dir gesagt, wir werden noch sehr viel mit den Allergern zu tun. Man sieht hier auch allergische Alarm des Verderbens, nee, aber das sind allergische Konstruktionen. Kann man so ein bisschen erkennen. Leider hier. Ne? Okay, dann dauert es jetzt wieder zurückzukommen. Das sieht ungefähr aus, also zumindest finde ich das, sieht das aus wie so ein Stück von Dalamut. Aber weil halt alles so nach Dalamut halt aussieht und Dalamut die allergische Konstruktion ist. Ja, weiß nicht. Könnte sein, könnte auch nicht sein. Sieht auf jeden Fall aus wie so ein Schiff.
Vielleicht auch ein Schiff, um Dalamut herzustellen, also um die Mond, die Beschaffenheit zu erkunden. Und daraus haben die dann Dalamut entwickelt. Also quasi hier Informationen gesammelt mit dem Schiff. Sind hier angekommen, haben Informationen gesammelt und haben daraus dann für Dalamut quasi Informationen gesammelt. Das ist einfach, keine Ahnung, Pilzwuchs auf dem Mond. Ja, wenn du guckst hier so, das Lila, ne, das sind halt Pilze und ich frag mich so, okay. Ja, so ein bisschen Leben muss es ja geben, sonst könnten die ganzen Viecher da nicht sein, oder? Weiß ich nicht, also kommt auf die Beschaffenheit der Viecher an. Die können ja nie von Luft und Liebe leben. Wer weiß. Also Luft gibt's. Ja doch, scheinbar gibt's hier Luft, weil sonst wären wir ja nicht hier. Sonst würden wir stecken. Ja. Luft auf dem Mond, interessant. Aber das vielleicht soll ja hat ein das Schiff sein, also braucht's ein bisschen Luft. Wahrscheinlich sind das die astralen Ätherkräfte, die hier sind. Wie wir jetzt gelernt haben, gibt's die ja. Mhm. Einfach wie eine Ozonschicht vorzustellen. Ja, hier sind wir. Best Ways Rust. So, Tankrad. Alles still hier. Ich frag mich, wo diese Leute sein sollen, von denen der Wächter gesprochen hat. Sind sie tatsächlich schon. Können wir diese Phase des Spiels bitte skippen? Guck mal, so viele kleine Hasen. Die haben alle einen Hasenbommel. Du nicht. Und? Ist Heidelin für dich immer noch böse? Schauen wir mal. Augen auf, meine lieben Freunde! Schüttelt euch den Schlaf aus den Gliedern! Okay, sie hört sich im japanischen definitiv besser an. Der Wartungszyklus liegt zwar noch in weiter Ferne, aber soeben wurde Zodiacs Auslöschung gemeldet. Der Mond ist nun also nicht mehr das Gefängnis für den dunklen Gott, sondern geht unmittelbar in die zweite Phase über. Fortan wird er den Lebewesen von Aetheris als Arche dienen. Kurzum, jetzt werden die Knicke aus den Löffeln massiert, der Schlaf aus den Kulleraugen gerieben und in die Pfoten gespuckt. Unsere Stunde ist gekommen, Freunde. Sehr gut. Dann beginnen wir nun umgehend mit den Vorbereitungen. Alle Crewmitglieder auf ihre Stationen. Wir müssen bereit sein, wenn wir die Bewohner von Aetheris empfangen. Und vergesst nicht, das Signal an unsere Kontaktperson auf dem Planeten zu senden. Keine weiteren Fragen? Gut, dann an die Arbeit. Kontaktperson auf der Erde, aha. Faszinierend. So hätte es Heidelin hat da ganz und gar erstaunliche Helfer ersonnen.
Sie haben eine beruhigende Art, die das Herz unweigerlich erquicken lässt. Erquicken. Gewiss ein beabsichtigter Effekt. Wenn du meinst. Ja, so wie Tankred habe ich auch reagiert. Begegnung der dritten Art. Diese Bande nennt sich also Loporit, richtig? Nicht unbedingt das, was ich erwartet hätte, aber der Mondwächter hat keinen Zweifel daran gelassen, dass sie eine wichtige Rolle spielen. Also, lasst uns rausfinden, was es mit diesen kleinen Rackern auf sich hat. Die Loporit, die vorhin die Rede gehalten hat, muss die Anführerin sein, aber ich habe keine Ahnung, wie wir sie finden sollen. Da gleicht eine Stupsnase der anderen. Ich glaube, uns bleibt nichts anderes übrig, als uns umzuhören. Camping Way. Trading Way. Komm, wir müssen noch mal kurz hoch. Warte. Komm. Hier. Da ist eine Vintagerquelle. Kommen wir nur von oben hoch. Wir müssen runterspringen. Ach, hier. Ja, nur von hier. Nicht so weit. Von hier reicht. Oh nein. Geh mal ganz nah dran, bitte. Und hör mal zu. Das ist ein Soundtrack aus einem anderen Final Fantasy Teil. Ich weiß aber jetzt nicht welcher. Ich meine, es war 4. Finding Way. Das sagen habe? Nein, tut mir leid, da hast du den Falschen erwischt. Ich heiße übrigens Singing Way. Ich bin für die Konstruktion und Wartung der Atmosphärentauscher verantwortlich, damit die Bewohner von Aetheris die sauberste und frischeste Luft zum Atmen haben, wenn sie ankommen. Jetzt weißt du, warum es hier Luft gibt. Ah, verdammt, die ist oben. Ja. Weaving Way. Guiding Way. Nom 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 nom. Anführerin? Nein. Bin. Sleeping Way. Meine Aufgabe ist. Und?
sind also benannt wie die sieben Zwerge. Wahnsinn. Ja, nur dass es ein paar mehr als sieben sind. Recording way. Und trotonierte Loporit. Krieg ich schon wieder einen Anruf. Ja. Hä? Wie? Was? Bibi. Danke. Wie bist du denn hierher gekommen? Und warum zur Myrrhe hat mir keiner Bescheid gesagt? Wow. Was hast du genommen? Das erste machen wir. Die Quest noch fertig. Das ist jetzt dann schon siebene. Ja, dachte ich mir. Weil Leute einfach keine halbe Stunde warten können. Ach. Ja, können wir machen. Wir können dann auch noch die restlichen Windhäter-Quellen sammeln, würde ich sagen. Ja, ja. Wir suchen die Anführerin eurer Truppe. Bist du bei mir richtig? Ich bin Living Way, Kommandantin der ganzen Bande hier. Wen haben wir denn hier? Sag bloß, du hast die Chefin der Truppe gefunden. Oh, ich vermute, das sind deine Freunde. Ist das etwa schon die ganze Rassebande? Und warum bei allen schiefen Rüben haben sie uns Kinder geschickt? Vielleicht sollten wir einen Kindergarten bauen. Das heißt, haben wir nicht schon einen errichtet? Das lasse ich überprüfen. Egal, macht euch keine Sorgen. Alles wird gut werden. Bei Tante Livingway seid ihr so sicher wie in eurer Sasse. Aber da stehe ich schon wieder und plappere vor mich hin. Ich sollte euch mit den anderen bekannt machen. Tut mir einen Gefallen und begebt euch zurück zum Eingangsbereich. Dort findet ihr einen Pfad, der euch direkt zur zentralen Plattform im oberen Stockwerk führt. Eigentlich könnt ihr sie gar nicht verfehlen. Es ist die riesige, runde Kugel im Zentrum dieser Halle. Ich werde die anderen zusammentrommeln und wir treffen uns dann dort. Also gut, zurück nach oben, bei den sieben Höllen. Hier läuft man sich echt die Hacken blutig. Ich hoffe, du bist nicht schon oben. Ich bin einfach unten. Ja, okay. Ja, sorry fürs lange Warten. Kein Problem. Pass mal auf die Kampfmusik jetzt auf. Wird jetzt erst extra triggern. Hast du die. Ah, nee, du hast Reitmusik an, ne? Ja. Warte mal, dann mach ich so. Die müsste auch aus 4 sein oder 6, ich weiß. Auf jeden Fall aus dem alten Final Fantasy Teil ist die Musik. Ist das die Kampfmusik? Okay. Jetzt locke ich noch mehr an. Wir wollen eigentlich hier hin. Und wo wollen wir denn hin? Hier hoch, glaube ich. Nee, da oben. Hier oben.
zu klein. Ich würde sagen, Lalafell kommt hier nicht hoch. Vier. Final Fantasy 4. Okay, dann war es doch 4. Leider funktionieren die nicht. Das wäre cool, wenn das so Stadt-Iteriken dann wären. Reading way, grinding way, mopping way. Level up.
Da hat sie ein Level abbekommen. Harry, warst du nicht. Hast du davor nicht früher ein Level abgekriegt als die? Wieso bin ich jetzt vor dir? Was? Das ist aber komisch. Keine Ahnung. Vielleicht ist bei dir jeden Dinge aktiv gewesen mit Kampfroutine-Bonus oder sowas und hast dann einen Dungeon mehr bekommen. Maybe. Das könnte sein, ja, vielleicht. Das ist meine Werbung. Trotzdem komisch. Vielleicht der Ruhebonus auch höher als deiner. Das kann auch sein. Du kannst einen Ruhebonus haben. Ich habe nämlich keinen Ruhebonus. Oder, ja, doch habe ich. Aber. Maybe. Kann alles sein. Vorletzte. Aber ist eh nicht so schlimm. Weil, keine Ahnung, ich werde wahrscheinlich eh overcappen mit dem Level. Mit der Erfahrung. Wir sind jetzt Stufe 84. Wir kommen dann noch ein paar. Ja. Das heißt, ich werde die Erfahrung wahrscheinlich eh irgendwo ins Nichts verballern müssen. Wie hoch ist dein Samurai? 81, ja. Du könntest ja notfalls mit dem, wenn er zu hoch ist. Ja, weiß mal. Gute Idee. Zumindest ist die Erfahrung mit. Bei dir auch gerade die Luperit vorbeigelaufen, 3 Stück? Ja. Ja. So, eine nehmen wir uns jetzt noch von hier. Und dann müssten wir theoretisch alle haben von hier. Den Täterquellen. Ja. So, dann haben wir das schon mal. Flopping Way. Wappling Way. Wir können da nicht durch. Dann wollen wir uns unseren Gästen mal vorstellen. Willkommen auf dem Mond.
Ich heiße Living Way. Wir Loporit wurden dafür geschaffen, als Crew auf der Arche zu dienen und die Bewohner von Aetheris auf ihrer faszinierenden Reise durch die unendlichen Weiten des Sternenmeeres zu begleiten. Anders ausgedrückt sind wir für die reibungslose Ausführung von Heidelins Plan zuständig und dienen der Göttin als rechte Pfote. Ich meine Hand. Mapping Way, bin der Sternnavigator der Arche. Willkommen! Danke für die Begrüßung, aber was zum Henker hat das alles zu bedeuten? Ich verstehe eure Verwirrung voll und ganz. Das macht aber nichts. Ich habe ohnehin eine grobe Ahnung, weswegen ihr hier seid. Lasst mich raten. Euch ist die Kontrolle entglitten, Zodiac ist vernichtet und Aetheris schwebt nun in großer Gefahr. Eine Gefahr, die die Bewohner des Planeten leider nicht stoppen können. Und jetzt hat man euch flinke Kinder zu uns geschickt, weil wir wissen, wie der Loporit läuft. Wie der Loporit läuft. Wie der Hase läuft. Oh Gott. Keine Bange. Eure Living Way wird euch alles ganz genau erklären. Das hier sind Aetheris und der Mond. Jetzt, wo Zodiac nicht mehr mitmischt, wird sich die Astralströmung nach und nach abschwächen. Als Folge dessen wird in Kürze auf Aetheris die Apokalypse eintreten und alles Leben auf dem Stern auslöschen. Das gleiche erzählte uns der Mondwächter. Gehe ich richtig in der Annahme, dass die Loporit auch keine Möglichkeit sehen, den bevorstehenden Weltuntergang zu vereiteln? Leider nein. Aetheris ist jetzt wie eine geerntete Möhre. Eine, die man in der prallen Sonne vergessen hat. Egal, was man macht, sie wird schrumpeln und verkommen. Alles Bitten und Beten wird das faulige Ende nicht mehr abwenden können. Es bleibt nichts anderes, als sich von der Möhre, Aetheris, zu verabschieden und den Planeten schnellstmöglich zu evakuieren. Und dafür soll der Mond als Schiff dienen? So ist es. Die Reise kann beginnen, sobald wir so viel Leben und Ressourcen wie nur irgend möglich von Aetheris auf den Mond geschafft haben. Das Ziel ist es, Aetheris hinter uns zu lassen und einen anderen Planeten zu finden, der eure neue Heimat wird. Die Distanz zwischen den Sternen ist gewaltig, aber wir haben viele Jahre an einem Sprungantrieb für unsere gute Mondarche gearbeitet. Damit wird eine Reise, die normalerweise Generationen dauern würde, zu einem kurzen Happelhopser. Unglaublich. Das muss eine Technologie sein, die all unser Vorstellungsvermögen übersteigt. Die Technologie entstand nicht unserem brillanten Rüben. Die grundlegenden Theorien und alles notwendige Wissen haben wir von Heidelin erhalten. Bevor sie zur Göttin wurde, lautete ihr Name Benat und sie versuchte, das Wesen der Welt und seine Struktur zu verstehen. Auch der, der sich der Wächter nennt, war einer ihrer Kollegen, die in diesem Feld forschten. Basierend auf ihrem Wissen haben sie uns und diesen Mond erschaffen. Ihr versteht euer Handwerk, so viel ist klar. Und habt ihr auch schon ein Ziel für die Reise auserkoren? Wir haben eine ganze Reihe an Kandidaten auf dem Schirm. Aber auch bei Planeten ändert sich die Lage konstant. Der Sprungantrieb lässt sich auch nicht durchgehend aktivieren. Bis wir eine passende Heimat finden, kann es daher unter Umständen eine Weile dauern. Selbstverständlich haben wir für diesen Fall vorgesorgt. Der Mond bietet für lange Reisen angemessene Quartiere für unsere Gäste. Dank der Informationen unserer Unterstützer auf der Planetenoberfläche haben wir die perfekten Biosphären geschaffen. Da sind wir stolz wie Möhre drauf. Unterstützer? Na ihr! Ihr seid es doch, die uns immer das Neueste über die verschiedenen Tierchen und Pflanzen verraten habt, wenn wir wach waren. Oder etwa nicht? Ach, entschuldigt. Ich vergaß.
Ihr seid ja noch Kinder. Ihr könnt davon gar nichts wissen. Ich glaube, ihr seid da ziemlich auf dem Holzweg. Wir sind so erwachsen, wie man nur sein kann. Und eure Unterstützer sind wir auch nicht. Hä? Ja, aber was macht ihr dann hier? Ihr seid also im Auftrag Heidelins unterwegs? Oh, das ist mir jetzt aber furchtbar unangenehm. Da werde ich glatt rot wie eine Möhre. So peinlich ist mir das. Aber wie ist das nur möglich? Ihr seht noch so klein aus. Das kann doch nicht sein. Nun, wir sind vielleicht nicht so groß wie das alte Volk der Ashians. Aber ich versichere dir, dass wir für unsere Verhältnisse voll und ganz ausgewachsen sind. Ihr werdet also gar nicht so groß wie unser Mondwächter? Dass die Bewohner heute so klein geraten sind, davon steht in unseren Notizen gar nichts. Dafür wette ich meine Pfote drauf. Was hat es mit diesem Buch auf sich, wenn mir die Frage erlaubt sei? Oh, das ist eins der ersten Handbücher, die uns unsere Unterstützer geschickt haben. Es enthält alle Informationen über die Bewohner von Aetheris und sogar ein paar leere Seiten, damit wir unsere eigenen Anmerkungen hinzufügen können. Hier haben wir alles gesammelt, was wir über unsere zukünftigen Gäste gelernt. Heilige Rübe! Wir sind davon ausgegangen, dass das Handbuch auf unsere Größe gemünzt sei. Aber ihr seid gar nicht. Die kriegt einen Panikanfall. All die Jahrhunderte, Jahrtausende, völlig für die Katz. Hallo, Building Way? Ja, ich bin's. Planänderung. Du musst sofort die Sachen in den Wohnquartieren auf ein Drittel der Größe umbauen. Verstanden? Ja, alles. Alles. Der Bau brennt lichterloh. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Zack, zack. Gibt auch Was noch kannst die du uns über diese Unterstützer erzählen, von denen du gesprochen hast? Ist ein bisschen kleiner. Später. Erstmal müsst ihr mir alles über euch erzählen. Jedes Detail. Wie ihr lebt, was ihr esst, Gewohnheiten, Bräuche, Zahnbürstengröße, alles. Ich glaube, ich will mir die Größe der Zahnbürste des Mondwächters gar nicht vorstellen. Ich glaube, die würden wir nicht mal in unserem Mund bekommen. Ich glaube, die würden wir dann mal aufheben können, wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Ja. Also, Living Way hat einen Panikausbruch, weil wir zu klein sind. Dabei hat sie noch gar nicht die Lalafels gesehen. Gut, du wolltest dann hier Schluss machen? Ja, wenn es geht. Jo. Wir haben ja einiges geschafft. Wir haben Garlemald abgeschlossen. Wir haben Zodiac besiegt. Van Daniel besiegt. Xenos in die Weiten geschickt des Alls. Und sind jetzt bei den Hasen angekommen. Ja, ach und so. Und wir haben den Weltuntergang herbeigeführt. Ich hab's immer 84, gesagt. Level 84. Was ist? Level 84 sind wir schon. Ja. Und wir haben den Weltuntergang herbeigeführt. Ich hab's immer gewusst, dass wir für die Zerstörung eines Seins zuständig sind. Ja. Klingt nach etwas, das wir tun würden, ja. Ja. Na gut. Ich gehe jetzt eine Stunde schlafen. Was? Ich gehe jetzt eine Stunde schlafen, bevor ich weitermache. Eine Stunde schlafen, bevor ich weitermache. Ey, du willst ja für die Uni lernen. Ja. Yeah.
Ja, dann mach das, weil sonst pinst du wahrscheinlich während der Uni ein. Uni-Lernen ein. Nächsten Samstag kann ich übrigens nicht. Da müssen wir uns irgendwie was anderes einfallen lassen. Wieso nicht? Ich habe eine Veranstaltung, die mittags beginnt und wahrscheinlich erst spät abends aufhört. Okay, wir könnten. Hast du Freitag Zeit am Abend? Rio, habe ich Freitag Zeit am Abend? Ja, habe ich. Entscheide ich jetzt, ja. Freitag habe ich frei. Okay. Ja, habe ich. Hast du? Ja, Rio sagt, habe ich. Also habe ich. Diesen Freitag lief auch nichts, also von daher kann der in einem Freitag auch nichts laufen. Ja, haben wir Zeit. Perfekt. Ich habe mehr oder minder die Erlaubnis bekommen. Ja, dann machen wir das auf Freitag. Gut, sehr gut. Schreib mir dann noch, wann du Zeit hast. Ja, werde ich machen. Gut. Dann mache ich jetzt die Maus. Wünsche dir eine gute Nacht. Und lerne nicht zu viel. Irgendwann geht nichts mehr rein. Gut. Ciao. Ciao.